Guten Morgen aus Büsum. Wir haben schon ein paar schöne Tage hinter uns und haben die Nordsee von allen Seiten kennengelernt. Gutes Wetter, schlechtes Wetter. Jetzt regnet es wieder ein bisschen. Wahrscheinlich haben wir in 10 Minuten wieder Sonne. Und wir machen uns jetzt gleich auf den Weg nach SPO St. Peter-Ording. Wir freuen uns auf Tobi, der uns dort empfängt. Und ja, der will uns so ein bisschen St. Peter-Ording von seiner Seite zeigen. Wir sind sehr gespannt, was das bedeutet. Ja, hereinspaziert. Ja, das ist der Ording Bahnhof hier. Kulturzentrum mit Konzerten und Kunstausstellungen. Hier kommst du dann in meinen Café rein. Ja, es macht echt sehr, sehr viel Spaß. Es ist ein wunderschönes Gebäude und ich habe hier auch alles selbst gebaut. Das war mir ganz, ganz wichtig. Ach, man denkt gar nicht, dass man hier in so eine andere Welt einkauft. Ja, das stimmt. Surfer-Kulturwelt. Tobi, was haben wir heute vor? Ja, ich dachte, wir gehen heute mal zum Südstrand. Eine ganz andere Ecke von St. Peter, die ganz viele nicht auf dem Zettel haben. Aber ey, lass uns doch erstmal einen Kaffee trinken. Wir sind gerüstet. Kann losgehen, ne? Ja, total. Ja, dann let's go. Ja, ich dachte mir, ich zeige euch nochmal den Ortsteil Dorf, bevor wir gleich zum Südstrand weiterfahren. Das ist der etwas ursprünglichere Teil von St. Peter. Mhm. Es gibt viele Reetdachhäuser. Kleines, schönes Museum, was sich auch natürlich immer lohnt anzusehen. Kleine Cafés. Also ja, es lädt total zum Schlendern ein, ne? Ja, das ist so. Absolut. Nein, wirklich jetzt? Guck mal, ich schaue aus wie Mickey Mouse. Hier sind wir jetzt in den Salzwiesen angekommen. Wunderschöner Teil von St. Peter. Die Landschaft verändert sich total. Man sieht hier die Dünen von Ording, die Sandbank läuft weiter. Und wird hier geteilt durch einen großen Priel. Ja. Ganz andere Landschaft nochmal als eben der Strand im Norden. Ja. Und es ist total schön. Ich genieße die Ruhe echt gerne hier. Rosa, möchtest du mit mir einen Drachen steigen lassen? Ich hatte mir gedacht, wir könnten noch mal einkehren bei Axel am Pfahlbau, an seiner Strandhütte. Dort wartet Kaffee Kuchen auf uns und dann können wir das Ganze noch mal von weiter oben betrachten. Ja, komm, los geht's. Los. Was für ein mega Tag bisher. Es war alles dabei. Also ein Tag in St. Peter lohnt sich. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal die Promenade an. Bis alles dann. Gute, gute Ciao, Tobi. Tag 4 ist zu Ende. Wir hatten einen tollen Tag mit Tobi. Wir waren heute Morgen bei ihm in seinem Coffeeshop, in seinem kleinen Surfshop. Ja, und mit dem waren wir dann am Strand. Genau, Drachensteigen mit Rosa in den Salzfeldern. Sie hatte super viel Spaß. Ja, morgen geht's nach Büsum. Morgen geht's in die Stadt. Aber jetzt erstmal Elternzeit.